Hallo, ich bin der Olli von Bike24. Ich bin hier auf der IAA und hier bei Bosch am Stand mit Alex. Ihr habt doch vor kurzem erst was Neues vorgestellt. Was ist denn das? Ja, wir haben eine komplett neue Systemgeneration vorgestellt, das smarte System. Und zwar haben wir unser bestehendes System auf ein neues Level gehoben in Sachen Connectivity und Vernetzung und haben quasi im EMDB-Bereich oder für unseren Performance Line CX eine komplett neue Systemgeneration aufgebaut. Wichtigster Bestandteil ist, es ist nicht mehr kompatibel mit keinem Produkt zum alten System, einfach weil die komplette Vernetzung zwischen den Produkten neu funktioniert. Ja. Das ermöglicht uns für die Zukunft neue Funktionalitäten und Einstellungen und so weiter und so fort. Das ist also der Grundstein für die Zukunft? Das ist der Grundstein für die Zukunft. Okay, genau. Und was hat es für erste Features? Die ersten Features sind ein größerer Akku. Okay. Die Nachfrage nach mehr Reichweite ist ungebrochen. Ja. Deswegen präsentieren wir jetzt den 57 Wattstunden Akku. Okay. Als Erweiterung. Der Motor bleibt von der Hardware bestehen, so wie er ist, der CX, bekommt eine neue Logik und neue Steckplätze. Ja. Du hast zum Beispiel noch einen neuen Powerport und kannst dementsprechend noch einen GPS-Tracker anbinden oder eine USB-Ladebuchse für dein Fahrrad, kannst dein Fahrrad integrieren. Genau. Aber Hauptaugenmerk ist für die neue App, für das neue System, die neue App. Also die App hat mehrere Features gleich zu Beginn. Ich glaube, das coolste Feature ist die personalisierten Riding Modes. Das heißt, du hast ja bei uns immer die verschiedenen Unterstützungsmodi, Turbo-Modus, Sportmodus oder EMTB oder Tour oder Tour Plus Modus. Und diese kannst du jetzt personalisieren. Du willst zum Beispiel den Sportmodus für dich besser anpassen, weil du sagst, okay, der gefällt mir eigentlich, aber ich würde den gerne noch ein bisschen dynamischer machen. Dann kannst du quasi die Assistenz, also quasi wie viel soll der Motor dich zu deiner Leistung noch unterstützen? Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, die Dynamik, also du willst einen Ampelsprint gewinnen, du willst immer der Schnellste sein, auch in der Nacht, dann kannst du die Dynamik ganz nach oben schieben, gewinnst du jeden Ampelsprint. Oder du bist zum Beispiel, hast ein Kind, was schon ein E-Bike fährst, weil du im gebirgischen Terrain wohnst, aber das ist vielleicht noch nicht so sicher auf dem E-Bike und sollte keine 25 km/h fahren, dann kannst du jetzt mit der App sagen, okay, ich setze die maximale Geschwindigkeit auf 20 km/h. Okay. Oder vielleicht auch gerade für ältere Personen, die noch mit E-Bike unterwegs sind, die sich damit sicherer fühlen. Ja, und für alle, die immer alles wollen, aber trotzdem Energie sparen wollen, kannst du natürlich auch die Kraft, also die Newtonmeter des Motors ein bisschen runtersetzen, sparst damit natürlich ein bisschen Energie, kannst aber trotzdem dynamisch unterwegs sein von der Spritzigkeit und deswegen kannst du das eben nur noch anpassen. Das heißt, ich komme einfach weiter, wenn ich nicht permanent so viel Energie verbrauche bei Antritten oder mal bei steilen Anstiegen. Genau, und so. Genau. Die maximale Kraft geht halt nicht so hoch. Ja. Und kannst aber trotzdem dynamisch unterwegs sein. Okay, cool, macht Sinn. Denke ich auch. Echt eine coole Sache mit der ganzen Individualisierung. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Dresden auf den Trails. Mit Sicherheit. Danke für die Vorstellung und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli von Bike24.